Und wir kommen jetzt zur Begegnung Nummer 7. Und da könnten die Bahamas schon alles klar machen mit dem zweiten Sieg. Und dann wäre ihnen auf jeden Fall ein Platz im Halbfinale nicht zu nehmen. Aber der Druck auf Stefano Zarella ist hoch und ich glaube, er hat eine Menge zu beweisen. Deswegen freuen wir uns jetzt auf die Partie Italien gegen die Bahamas. Enormer Druck. Enormer Druck beim FC Bayern, hat Oliver Kahn immer gesagt. Jetzt ist grande Druck für Stefano Zarella. Die fleißigen Helfer entfernen jetzt noch Scherben und übergebliebenen Autoteile vom Feld. Es hat mächtig Abrieb gegeben. Blick rein zu JP Krämer ins Cockpit. Hat knapp gewonnen gegen seinen Kumpel Patrick Ovomoyela. Dürfte als Favorit hier reingehen in die Partie. Und es ist jetzt fast schon die letzte Chance für Stefano Zarella, den Food Creator, der ziemlich gut kocht und ziemlich gut backt, ehrlich gesagt. Jetzt muss er sich irgendwie 3 Punkte zurechtlegen. Gegen JP Krämer, das wird schwer genug. Also warm anziehen für beide. Ganz wichtiges Spiel. Für Zarella, der es wissen will. Stefano Zarella, sein Bruder, ist Rekordautoball-Weltmeister. Sie haben miteinander gesprochen. Es hat wertvolle Tipps gegeben. Aber das dann umzusetzen, ist die andere Sache. Und das ist ja auch oft beim Fußball so. Der Weltmeister wird dann selten auch Weltmeister bei der nächsten WM. Kurze Zeit zum Durchschnaufen. Bist du auch so aufgeregt, Fernando? Ja, wir haben gerade Puffy gehört. Bist du auch aufgeregt? Ja, alle sind aufgeregt. Und man merkt, finde ich, auch den Akteuren gerade im Auto an, dass sie sehr konzentriert sind. Das Auto von JP ist zerstört. Das Gute ist, er ist Tuner, liebe Techniker. Er könnte ihn selbst reparieren, aber dafür bleibt keine Zeit. Ich glaube, er braucht sofort eine neue Karre. Sichtlich hat es den Reifen gehimmelt. Ich verstehe Zarella, dass er da volle Möhre reingerammt ist. Er kennt eigentlich jetzt nur ein Gas und das ist Vollgas. JP Krämer braucht einen neuen Fahrbahnuntersatz und da ist er. Ganz stark. Shoutout hier übrigens bitte auch mal an die Mechaniker, die hier alles geben und denen wirklich alles abverlangt wird. Bockstark. Boah, und es rasselt schon wieder im Gebälk. Also beide wollen es hier unbedingt wissen. Italien, die große Autoballnation gegen den Neuling Bahamas. Das ist ein schönes Bild. Wie findet man da jetzt einen Ausweg? Ich hoffe, dass Puffy guckt schon so, als will er gleich von außen eingreifen. Ja, er tut's. Ich glaube, Puffy tut's. Jetzt finden sie selbst eine Lösung. Vernünftig fahren jetzt hier. Ja, können wir mal vernünftig fahren, sagt Puffy. Und sie tun, was der Chef sagt. Zarella braucht unbedingt den Sieg. Sehr schöne Kurve. Zarella! Tor! Der pure Wille! Boah, eine ganz hübsche Schleife. Und JP Krämer ist schnell, aber nicht so schnell, um das hier noch zu verhindern. Wer ist hier in der Halle eigentlich für JP Krämer? Und wer ist für Zarella? Zarella! Zarella! Boah! Also, die Restverteidigung bei JP Krämer, die ist da. Jetzt hat er sich nur was am Reifen getan.
Mozzarella voll on fire. Starkes Gegenpressing. Jürgen Klopp, wenn du zuguckst, sei stolz auf Stefano Zarella. Das ist Autoball-Gegenpressing at its best. Zarella steht hoch, generiert dadurch den kurzen Konterweg. Boah, Jürgen Klopp wäre wirklich stolz auf dieses Gegenpressing von Stefano Zarella. JP Krämer wirkt nervös, aber Fakt ist, Zarella ist komplett on fire jetzt. Der wirkt wie entfesselt nach seiner Auftaktniederlage. Boah, einmal, zweimal, dreimal mit der Motorhaube, viermal mit der Motorhaube. Das ist ganz, ganz großer Sport. Ein bisschen Schwund ist immer. Ich glaube, die Heckschürze von Krämer ist weg. Aber das Tor zählt. Hauptsache, der kann weiterfahren. Und auch Zarella hat was am Auto. Kann weitergeben. Ist das eine wilde Partie? 3-0, wer hätte das gedacht? Zarella kommt zurück. Und so bleibt die Chance am Leben, dass der Autoball-WM-Titelträger 22 wieder Zarella heißt. Boah! Viermal schon Pizza. Stefano Zarella als vierfacher Lieferdienst. Das ist Autoball-Weltklasse von Stefano Zarella. Und JP Krämer weiß überhaupt nicht, in welchem Film der ist. Heilige Mutter. Aber selbst das Ding entscheidet Zarella für sich. Zweikampfmonster aus Italien, Stefano Zarella. Also, unfassbar. Stefano Zarella, Weltklasse. Ja, 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 da waren noch Mechaniker auf dem Feld, deswegen wurde es abgepfiffen. Ein bisschen übertemperiert von JP Krämer. Müssen da noch was entfernen am Auto von Zarella. Das ist mal ein heftiges Spiel. Guckt euch das an hier. Es hat komplett die linke Seite weggeflext bei Zarella. Boah, und ich glaube, so hoch ist der Ball noch gar nicht geflogen. Ja, geht mit ein bisschen Tape und Spucke. Weil die haben hier mehr zu tun als in der Formel 1. Die fleißigen Helfer. Es ist das Comeback des Jahres. Wahnsinn. Zarella hat verloren gegen Ogier und kommt dann so zurück. So stabil musst du erstmal sein. Und dadurch, dass er auch so hoch anpresst, klaut er JP Krämer auch immer wieder wichtige Daten in seinem Spielaufbau. Also er zerstört das Spiel der Bahamas durch pure Angriffslust. Zarella trägt das Outfit dieses Spiels, in dem sich JP Krämer gerade richtig unwohl fühlt. Jetzt wird geflext. Boah. Nach dem spielerischen Flex von Zarella kommt jetzt die echte Flex. Fertig ist das Ding. Passt so. Damit würde ich nicht mehr auf die Straße fahren, aber wir sind ja hier unter uns. Da geht's. Und Zarella entscheidet auch diesen harten Zweikampf für sich. Jetzt läuft alles. 5-0. Die ganze
Welt zittert schon wieder vor der Autoball-Großmacht Italien. Zarella, irgendwie, jetzt läuft alles. Jeder, der mal irgendwie Ballsport gemacht hat, weiß, wenn's läuft, dann läuft's. Und hast du Scheiße am Fuß, beziehungsweise am Reifen, JP Krämer. Was ist denn da los? Der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Vielleicht hat der Zarella auch unterschätzt. Findet er noch mal einen Weg in dieses Spiel? 1:30 hat er noch Zeit, 90 Sekunden. Aber er konnte ja gar nicht blitzeln, da lag er schon 5-0 hinten. Stefano Zarella entpuppt sich als absoluter Offensivfetischist. Na, verteidigen gehört auch dazu. Gewinnt er das Ding hier tatsächlich zu null? Eine Minute noch. Komplett entfesselt. Und JP Krämer kommt mit Wut. Der Ball bekommt's ab. Und platzt. Boah. JP Krämer kommt gar nicht richtig ins Rollen. Steht hauptsächlich, weil Zarella ihn aber auch nicht lässt. Das ist klares Verdienst von Zarella. Und der Ball kriegt's ab. Boah, also das zeugt von Arbeit, von harter Arbeit. Es gibt ja noch kein Geruchsfernsehen, aber es stinkt hier richtig mächtig in der Halle. Da scheint es ein größeres Problem zu geben. Am Wagen von JP Krämer, ein neues Auto kommt. Was für eine Leistung von Zarella. Okay, wir haben noch ein paar Sekunden. Stefano Zarella mit einer unfassbaren Leistung bis hierhin gegen JP Krämer, der überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. Wir haben noch 40 Sekunden. Das wird nicht mehr reichen für Krämer. Ganz im Gegenteil, mit halber Front kippt er ihn rein, mit der Pike quasi. Er kommt knallig zurück und fängt da an, wo er vorher aufgehört hat. 6-0. Boah, also JP Krämer wird sich von der Niederlage so schnell nicht mehr erholen. Ich glaube, der träumt von Zarella heute. Aber schlecht. Es wird irgendein azurblauer Albtraum werden für JP. Wow. Davon müssen wir uns alle mal erholen. Das gibt enorm interessante Gruppenkonstellationen. Zarella verliert das erste Spiel, gewinnt das zweite. Krämer gewinnt das erste Spiel, verliert das zweite. Wahnsinnsgruppe. Schluss aus. 6:0. 6 italienische Ohrfeigen für JP Krämer. Wow. Stefano Zarella. Er holt sich erstaunlich schnell von der Niederlage. Alle Achtung vor dieser Leistung. 6 wunderschöne Tore von Zarella gegen einen chancenlosen JP Krämer. Der PS-Profi verliert gegen den Koch-Profi.